So, jetzt haben wir erstmal die erste Gemeinderatssitzung, haben wir ja letzte Folge gut hinter uns gebracht. Wir haben ein paar Entscheidungen getroffen. Und natürlich die Frage an die Gemeinde. Hallo? Hallo, hier ist Neumann. Hallo. Ich bin gerade an Ihren Hof, habe die 10.000 Liter Gras abgeladen. Laden, ja. Und der Preis wäre 1.700 Euro. Okay. Gut. 1.700 überweise ich Ihnen gleich. Jo. Das war's auch schon. Jo. Danke. Tschüss. 1.700. So, was kostet jetzt so ein Schäfchen? Oh, hä? Lol. Hä? Was ist denn das? Das ist ja günstig. Na gut, hol ich mir so ein Merino. Wir gehen hier rein. 2, 4, 6, 8, 10. Ist ja gar nichts. Das ist neu. Nur hat mir der Viehhändler einen ordentlichen Rabatt gewährt, ne? So ein paar Merino-Schafe geben gut Wolle und kosten nichts. Das ist, freut mich. Ich dachte, das wäre wesentlich teurer. Dann kann ich mir da ordentlich vollballern. Nicht vielleicht so 20 noch holen. Hätte ich mir vielleicht sogar, nein, das hätte nicht gereicht, den Anhänger kaufen können. Ja, naja, ist erstmal nicht so wichtig. Alles gut, dass wir jetzt hier wildes Gras haben. Jetzt können wir dann ordentlich Schafe aufrüsten. Und die auch versorgen. Wasser ist kein Problem, haben wir ja schon das Fässchen am Hof. Aber Gras war schon so. Zum Glück hat es LU was über Winter gehabt. Oder seit dem Winter, vom Herbst noch. Dann versorge ich die gerade mal. Und dann kann ich noch mal ein paar kaufen. So.
Ja, das wird eine Weile reichen, das Gras. Hätte ich den Deal mit Hans, mit Jürgen gar nicht machen müssen. So. Ich würde ja gerne mit dem Auto vom Dings fahren, aber wenn mich damit einer sieht, wenn ich hier eine Privatfahrt mache, dann habe ich ein Problem. Deshalb muss ich hier noch mit dem Dinger hier fahren. Kriegen wir trotzdem hin. Ich denke ein, zweimal kann ich noch. Oh. Ups, da war ein Pfosten im Weg. Hoffentlich keiner gesehen. Also warte mal, ich kann mir sogar die, ja wobei für die bisschen Kosten hier von den Tieren, doch ich schreib's mir mal auf, das sind vielleicht auch nochmal 1000 oder 2. Besser wie nix, wenn ich da nochmal ein bisschen Geld zurückkrieg. Bisschen Geld ist besser wie keins. Vielleicht hole ich mir das aber gleich vom Stromberger. Gerade mal rechnen, 432 mal 30 sind 12, sind 13.000 mal 0,45 sind sogar 5.800. Okay. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo. Ich wollte noch mal Sache wegen Gemeinderat was sagen. Der Lukas Müller kam gerade auf mich zu und hat mir wollte einen Kredit von 350.000 haben. Mhm. Jetzt muss er 385.000 machen und ich habe jetzt so gemacht, also morgen muss er noch nichts bezahlen, also pro Tag. Mhm. Muss er was bezahlen? Da habe ich 5.000 angesetzt, mindestens. Ja. Das, ja klar, der hat ja erstmal einen Kredit, den er auch zur Tilgung erstmal benutzen kann. Ja. Genau, ja. Wollte ich nur Bescheid sagen. Ja, das passt. Hast du das buchhalterisch erfasst? Ja, habe ich. Okay. Dann guckst du nach dem, ich würde dann auch demnächst noch einen Kredit brauchen. Ist halt leider so. Ja. Dann.
Bei mir ist irgendwie gerade belegt. Hey, servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnt, tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Gut, dann würde ich sagen, dann läuft es auch über dich, weil ich kann mir... Ja. Ich kann mir natürlich schlecht, Herr Neumann, Marlon, kann mir natürlich schlecht selber einen Kredit auszahlen. Ja, da kriegen wir natürlich übelste Probleme. Ja, genau. Ja. Okay. Gut, das war's dann auch schon. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, dieses rechts vor links, das habe ich jetzt mal gekonnt übersehen. Ich weiß nicht, wer es war. Aber dass da einer so aus der Hofeinfahrt gestochen kommt, das geht natürlich gar nicht. So, dann die nächsten 10. Klingelingelingeling. Hallo. Hallo. Genau. Sie sind ja gerade als Stadtvertreter trotzdem noch da, auch wenn wir der Gemeinderat. Ich bin mittlerweile beim Du. Ja, kann sein, du. Ja, dann du. Wie heißt denn du nochmal? Ja, immer noch Fabian Witz. Ich hatte gerade einen Booster. Okay, passt. Bin da wieder Volker. Das wusste ich schon. Ich bin gerade dabei, noch eine Ladung Schafe zu holen. Weißt ja, da gibt es diese Subventionierung 45%. Ja. Da würde ich 5.800 Euro als Subventionierung kriegen. 5.000? Hattest du nicht heute schon mal was gekriegt? Was ist denn hier gerade los, ey? Ja, das war für den Schafstall. Jetzt geht's um den Kauf der Schafe. 5.000? 5.800. 5.800. Also ich weiß nicht, seit wann der Händler so Rabatte gibt, aber der hat einen ordentlichen Rabatt Angebote gerade. 5.800 wird jetzt überwiesen. Alter, was ist denn da los? Warte, ich guck mal gerade. Jo, kam an. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, wer schiebt, muss auch, wer holt, muss auch wegschicken. Gut, dann haben wir 30.000 Schafe subventioniert bekommen. Also nicht ganz, aber ungefähr die Hälfte der Schafe. Das lohnt sich. Ups. Nein. Nein. Ups. Stopp. Hallo, stopp. Ah. So, egal. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Dann holen wir nochmal 10 Schäfchen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel da überhaupt. Wie viel passen da denn überhaupt rein? Ist okay. Theoretisch könnte man dann noch ein paar kaufen. Das sind ja ordentliche Wollproduktion starten. Das wird später auf unserer eigenen Karte sehr interessant, weil wir werden später aus Wolle ordentlich was produzieren können. Wir werden Baumwolle, wir werden mit Wolle unter anderem Kleidung herstellen. Vielleicht kann man da sogar, ne, ich bin noch am überlegen, vielleicht können wir sogar ein paar Leinensäcke oder Wollsäcke sozusagen herstellen als Verpackungsmaterial, wo man dann zum Beispiel Kartoffeln drin transportieren kann. Also das müsste man mal noch überlegen. Aber wir planen da schon ordentliche verzweigte Produktion. Also dass es nicht nur darum geht,
bisschen was hin und her zu schieben. Und vor allem geht es auch darum, dass man die ganzen Produkte dann, also nur die Endprodukte verkaufen kann. Also es soll auf der Karte dann zum Beispiel hier unter, also für Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, was auch immer, wird es keine Verkaufsmöglichkeit geben, sondern nur für produzierte Ware. Das heißt für, sagen wir für Brot. Ja, Brot kann ich dann verkaufen, aber da werde ich natürlich verschiedene Ressourcen dafür benötigen, die ich dann wieder woanders produzieren muss. Es soll ziemlich detailliert sein, die ganze Geschichte. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich und mein Deutsch, ich habe einen Case. Ich und mein Deutsch. Hallo? Ach, hallo, Herr Varuna, Sie waren da gerade. Sie werden es nicht glauben. Oder beziehungsweise vielleicht doch, weil Sie im Stadtrat sind und gehört haben wegen der Kreditanfrage. Ich bin jetzt eigenständig. Na, das ist ja schon mal gut. Aber ja. Wissen Sie was? Was denn? Wir sind schlimmer wie Google. Ich weiß, dass Sie 350.000 Kredit gekriegt haben. Das ist noch schlimmer. Ja. Gut. Dann vergessen Sie mal, dann machen Sie aus 350.000 am besten nur 1 Euro. Wenn Spaß. Wenn Sie unbedingt 1 Million zurückzahlen wollen, ist auch kein Problem. Lieber nicht, nee. Okay. Gut, ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja. In welche Richtung gehen Sie denn? Ich wollte erstmal so Getreide und vielleicht auch später mal. Eigentlich will ich mich mal auf Schweine konzentrieren. Mhm. Aber das ist jetzt noch wegen preislich nicht machbar. Also, ja, das natürlich. Mache ich später. Die Schweine fressen einem sonst die Haare vom Kopf. Ist ja bekannt. Ja. Okay, vielleicht gut, werden wir auch mal Kooperation machen, uns Gerätschaften teilen. Keine Ahnung. Wer sind nicht. Wir? Sie und ich, weil sie betreiben auch Ackerbau und dann muss man nicht so viel Geld ausgeben, also so eine Art, dass man sich Maschinen teilt. Ich denn, sie wollen das nicht, das ist nur ein Angebot. Also da müssen wir mal in Ruhe drüber reden, ja. Ich finde es ja nicht so toll, wenn sie gleich hier so davon ausgehen, dass es ja selbstverständlich ist. Nee, weil, auf gar keinen Fall. Also ich habe meine Maschinen mir hart erarbeitet, ja. Ich lebe im Moment nicht auf Pump. Auf Staatstasche oder Gemeindetasche und dann gleich davon auszugehen, dass man sich hier gewisse Sachen einfach teilt, das finde ich nicht so gut. Na dann. Ja. Vor allem kennen wir uns auch noch nicht so gut. Aber wie gesagt, trotz allem wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Weil der hat einfach aufgelegt. So ein Held. Okay, na ja, dann. Hallo, ich stehe neben Ihnen. Wo? Hier. Ah, dein Warnlicht oben ist noch an. Aber ja. Eigentlich wollte ich sagen, den Anhänger kannst du zurückgeben. Wo steht er? Hier. Nicht, dass wir da unnötig Kosten verursachen. Okay, gut, bis dann, tschüss. So, liebe Leute, das war es auch von dieser Woche. Real Farming Alice19 meets Reality. Vielen Dank für alle, die daran mitgearbeitet haben, unter anderem auch der Hans-Peter da drüben. Dass wir die Session überhaupt hingekriegt haben. Wenn auch mit einem leicht veränderten Spielstand, aber das war jetzt eben so. Und wir hoffen, dass es nächste Woche an dieser Stelle hier weitergeht, ohne Komplikationen. Vielleicht mit ein paar Mods, hoffentlich mit der Feuerwehr, weil da haben wir uns ein bisschen Mühe gegeben, auch die nochmal ein bisschen zu verändern. Und mit anderen Mods. Aber das müssen wir jetzt erstmal testen. So, wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.